Hallo Leute, heute haben wir hier mal zwei Sahnestückchen zum Vergleich. Und zwar handelt es sich einmal um die ganz, ganz neue Schmeisser AR-15 9mm Sport und um das Pendant, die Hera. Die Hera ist allerdings, wie sie jetzt hier liegt, schon circa anderthalb Jahre alt und nicht das komplett neue Modell. Aber immerhin hat man eine, die man mal kurz vergleichen kann. Was aufgefallen ist, die Schmeisser ist beidseitig bedienbar, komplett. Der Verschlussfanghebel von beiden Seiten zu bedienen, genauso wie der Bolt Carrier hier gesichert werden kann und auch hier geschlossen werden kann. 45 Grad Sicherung, Magazinauslöser, hier auch bei relativ kleinen Händen gut zu erreichen. Genau wie von der anderen Seite. Wenn man einmal drauf schaut, zack, fällt das Magazin raus. Beidseitig, ne, großer Vorteil für Linksschützen, wobei man fairerweise sagen muss, mal eben das Magazin mit dem linken Zeigefinger rausdrücken, das ist schon relativ schwierig, ja, aber mit dem Daumen ist das überhaupt kein Problem. Die Optik, die hier drauf ist, ist ein Ultradot, ist natürlich nicht im Lieferumfang. Was allerdings bei der Schmeisser im Lieferumfang ist, das ist eine Klappvisierung, so wie wir sie gleich auf der Hera sehen können. Die ist im Lieferumfang dabei. Kommen wir zur Hera. Die Hera, wie sie hier liegt, ist nicht original aus dem Geschäft. Sie hat einen anderen Hinterschaft bekommen. Es dürfte der ACE-Schaft sein. Der Spannhebel ist nur von einer Seite hier bedienbar, was ja jetzt kein Beinbruch ist. Der Magazinauslöseknopf ist sehr weit entfernt. Das heißt, mit meinen Händen, wie man sieht, so aus dem Schuss direkt kommt man nicht dran. Man muss die Hand schon etwas verschieben, um ihn herauszubekommen. Ist bei der Hera leider nicht beidseitig bedienbar. Auch keine 45 Grad Sicherung vorhanden. Die montierte Optik, wie gerade angesprochen, ist hier auch nicht dabei gewesen. Aber so ähnlich ist sie halt bei der Schmeisser dabei. Hier ist eine Optik drauf, die natürlich auch nicht im Lieferumfang war. Der Mündungsfeuerdämpfer hier ist auch nicht original von Hera. Funktioniert aber auf dieser Waffe sehr gut. Weitere Unterschiede sind im Gewicht der Waffen, dazu aber später mehr, das blende ich ein. Und gleich gehen wir mal auf den Schießstand und gucken mal, was die Teile so leisten. Jo. Zu den Abzügen hier ist zu sagen, bei der Schmeisser ist jetzt der Original Two-Stage-Abzug drin. Ich hatte schon überlegt, den zu wechseln. Ich habe noch einen Velocity-Abzug zu Hause mit 3 Pfund Abzugsgewicht, um auszuprobieren, ob der funktioniert. In der 22er von mir funktioniert der super. Habe mich allerdings erstmal dagegen entschieden, weil dieser Abzug ohne Kratzen und wirklich sehr gut zu schießen ist. Ich habe zu dem Timney-Nachbau der Velocity in der 22er keinen Unterschied festgestellt. Da wird auch gleich der Vergleich zur Hera, der Hase im Pfeffer, liegen. In der Hera ist nicht der Originalabzug drin, sondern ein Timney-Abzug, der überhaupt keinen Vorweg hat und relativ direkt kommt. Fühlt sich sehr, sehr gut an, wird gleich, wie gesagt, auch im Test nochmal geprüft, was das Ding so kann. So, jetzt sind wir hier am Schießstand. Wir schießen mal zuerst die Schmeisser, 5 Schuss aus dem Glock 26 Magazin. Und gucken mal, was wir damit hinkriegen. Die Munition von meiner Waffe
von der Hera. Das ist jetzt die Munition, die für diese Waffe geladen worden ist. Und wir lassen uns mal überraschen. So, hier sind einmal die Ergebnisse. Das ist die linke Scheibe, das ist die Schmeiser gewesen, mein Gewehr. Schieße ich natürlich ein bisschen besser mit als mit der Hera. Und das ist jetzt das Ergebnis von der Hera, mit der ich jetzt auch zum ersten Mal geschossen habe. Mit dem Timney-Abzug. Wobei man sagen muss, dass es eine andere Munition ist. Wir schießen gleich nochmal, damit es ein bisschen repräsentativ ist, mit der gleichen Munition. So sieht das nämlich aus. Ihr habt gerade gehört, da sprach der Norbert, ja, dem die Hera gehört. Und wir laden die Waffen nochmal neu. Jetzt das ganze Spiel nochmal mit der Munition, die für die Hera geladen wurde, aus der Schmeiser. Und gleich mit der Hera nochmal mit der Munition, die für die Schmeiser geladen wurde. Hier sind jetzt übrigens Rundköpfe drin und das, was für die Schmeiser geladen worden ist, das sind Hohlspitzgeschosse. Ja, hier kann man jetzt sehen, mit der Schmeiser geschossen, aber mit der anderen Munition ist das Schussbild auch nicht mehr so schick. Und siehe da, mit der Hera, die ich ja nicht gewohnt bin, mit der Munition von meiner Schmeiser, deutlich besseres Schussbild. Ja, nach diversen Probeschüssen und auch den Slow-Mo-Videos kann man sagen, beide Waffen schießen sich sehr schön. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Bei der Schmeiser ist es so, ich weiß nicht, ob es durch den Hülsenabweiser hier kommt, dass man beim Schießen doch ins zielende Auge, also ins rechte bei mir, Schmauch bzw. Qualm abbekommt. Das habe ich bei der Schmeiser nicht festgestellt. Ja, das war hier unser Fernsehduell. Übrigens, mein Name ist Donald Trump. Und mein Name ist Joe Biden. Selbstverständlich, ne? Übrigens haben wir beide kein Corona. Haben wir hier uns gerade noch gegenseitig getestet und einmal feucht durch die Futterluke gewischt. Ja, Joe, dein Fazit zu den beiden Schönheiten, die hier vor uns liegen. Ja, meine ist ja die Hera. Ich bin nach wie vor sehr angetan von ihr. Ich schieße ja die dynamischen Disziplinen Fallscheibe damit. Dafür ist sie wirklich sehr gut geeignet. Der Abzug, der da serienmäßig drin ist, den habe ich getauscht gegen einen Timney, weil mir bei dem Timney gefällt mir halt, der hat einen relativ kurzen Reset, also für Fallscheibe schießen sehr geeignet. Aber auch die Schmeißer, die ich heute zum ersten Mal geschossen habe, ja, wirklich sehr schönes Gerät. Der Abzug auch, der von Werk aus drin ist, sehr gut. Präzision sehr gut. Ja, rundum eine schöne Waffe. Ja, ich kann natürlich mich dem eigentlich nur schon anschließen. Ich habe die Hera nicht geschossen mit dem serienmäßigen Abzug, kann mir deshalb kein Urteil darüber erlauben. Aber ich glaube, Fakt ist, der serienmäßige Abzug bei der Schmeiser ist ein Tacken besser. Man kann sie besser schießen, kann ich jetzt out of the box. Mehr sagen. Ich schieße hier schon, du weißt es nicht mehr. Okay, wenn du es nicht mehr weißt, dann nehmen wir das Ganze zurück. Wir bitten das zu streichen aus dem Protokoll.
Ja, mein Fazit eben, ne, also ich habe mir die Schmeiser gegönnt, weil sie mir einfach besser gefällt, so von der Optik, von der Haptik. Das erste Mal die Hera geschossen habe ich in Philipsburg, genau wie die Schmeiser, da hatte ich den direkten Vergleich auch zu der neuen Hera. Und das hat sich jetzt eigentlich bei mir nochmal so bestätigt. Schießen tun beide wirklich sehr gut, auch mit der Hera kann man sehr gut treffen. Gerade mit dem Abzug, den Joe auch verbaut hat, läuft perfekt. Die Mündungsfeuerbremsen Genau, die haben wir, Kompensatoren die konnten wir auch Kompensatoren heute ausgiebig testen, konnten wir tun testen, ihren Dienst. tun ihren Dienst. Letztendlich, ob es so ist, wie die Hersteller behaupten, ist schwer festzustellen. Aber beim Also 9 mm Kaliber hat man ja sowieso nicht so den riesigen genau, ne? Hochschlag. Das ist natürlich auch, also für mich zumindest, Entscheidungsgrund gewesen, die 10,5er zu nehmen. In einem längeren Lauf wird sicherlich, vermute ich mal so, die Patrone ein bisschen langsamer. Ja, Ne? vielleicht auch Weil, ein bisschen ja, mehr das, beschleunigt. ja, aber ob das Gas so lange ausreicht, ne? Also eine 9 mm ist eine Pistolenpatrone, keine Gewehrpatrone. Aber ist auch scheißegal, wir haben hier beide die 10,5er Version. Na, die, wie gesagt, laufen beide sehr anständig. Beides sehr führige Waffen Auf aufgrund jeden der Fall, kurzen Lauflänge auf jeden für die Fall. Na, 25 Meter Disziplin BDS ja, hervorragend geeignet. ganz Liegen gut in genau. der Na. Hand. Als Linksschütze vielleicht, na, die Schmeiser aufgrund der wirklich beidseitigen Bedienbarkeit aller Elemente, die Da dran trumpft die sind. Schmeißer natürlich ordentlich ein Ja, von der aber richtig Beidseitenbedienung. heftig, ne? Wie gesagt, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, die Optik, die jetzt hier auf der Hera zu sehen ist, also die offene Visierung ist nicht dabei im Lieferumfang, bei der Schmeiser hingegen schon. Also out of the box kann die Waffe direkt geschossen werden. Weiterer Vorteil der Schmeiser definitiv, der Glock Lower. Ja, den gibt es bei der Hera auch. Hier ist es übrigens die mit dem Colt Lower. Aber bei der Schmeiser ist eben dieser kleine Verriegelungsblock drin, der diese kleinen Schlitze an den Magazinen hier nötig macht. Ja, dass eben dann nur die 10er Magazine in die Schmeiser passen, insofern man denn eine Glock besitzt. Ich besitze keine, habe ihn deshalb rausgenommen, damit auch hier meine P-Mag Magazine laufen. Die haben diesen Schlitz nicht. Wenn ich mir jetzt eine Glock anschaffen würde, müsste ich da halt ein Schlitzchen reinmachen. Und ne, diesen kleinen Block wieder einbauen. Wobei man aber sagen muss, die Hera-Magazine, Colt-Magazine, wirklich hervorragend, einfach zu laden. Das stimmt, definitiv. Fast wie ein zweireihiges Magazin. Ganz Man braucht genau. keine Ladehilfe Man dafür. braucht einfach nur oben drauf Ganz drücken. easy. Man braucht nicht weiter vorne und dann die Patrone nach hinten schieben. Das ist dort definitiv nicht nötig. Schneller Magazinwechsel bei Hera. In der Vergangenheit öfters ein Problem gewesen, wie man mal gehört hat, ist hier definitiv nicht. Das Magazin fällt locker raus, man kann locker das nächste reinstecken. Ach so, was mir auch, was wir jetzt nicht gezeigt haben, ein volles Magazin gegen den Verschlussladen funktioniert auch, genau wie bei einer 9 mm Pistole. Wenn das Magazin proppevoll ist, dann sieht man auch bei einer Pistole, wie sich der Verschluss oben leicht bewegt. Das ist hier genauso. Man braucht ein bisschen mehr Kraft. Es ist aber durchaus kein Problem, das, wenn man im Wettkampf ist, zu beherrschen. Also das funktioniert bei beiden Waffen relativ einwandfrei. Ja, hast du noch was, Joe? Nein, es war ein schöner Tag auf der Ja, Bahn heute, Don. genau. Dann überlassen wir die Wahlentscheidung Ihnen, ne? Der Super Tuesday verabschiedet sich hiermit. Es ist tatsächlich Dienstag, fällt mir gerade ein. Yes, it Ja, is. also ist ein wirklicher Super Tuesday heute gewesen. Ja, er hat richtig viel Spaß gemacht, einfach mal hier die beiden Waffen so direkt vergleichen zu können. Es ist ein Traum. Ja, wir bedanken uns fürs Zugucken und lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, insofern euch das Video gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann natürlich auch. Ja, spornt uns an, vielleicht sowas in Zukunft nochmal zu machen. Ja, Bye vielen Dank, bye. auf Wiederhören, bye bye.